Hallo und willkommen, ihr kreativen Freunde. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach Aquarellmalen und Doodeln kombinieren kann und daraus wunderschöne Sachen kreiert, so wie diese Karte oder auch diese Lesezeichen. Ganz simpel, ein bisschen Farbe, ein paar Stifte und es geht los. Ihr habt euch sicher schon unzählige Tutorials angeschaut. Ihr habt Farbverläufe geübt, ihr kennt eigentlich die Grundlage und jetzt sitzt ihr da und wisst am Ende nicht, was mache ich nun damit? Wie fange ich an, was male ich? Zu Beginn möchte ich euch ermuntern, eure Übungsbögen, auf denen ihr Farbverläufe geübt habt, nicht wegzutun, sondern darauf Doodeln zu üben, Muster zu kreieren, rumzukritzeln, sich so ein kleines Musterbuch zu gestalten, dass man mal etwas hat, auf das man zugreifen kann. Und nun legen wir los. Als erstes sei euch gesagt, es soll Spaß machen. Ihr sollt Freude dabei haben. Ihr sollt entspannen können. Hier muss nichts akkurat gemalt werden. Es muss nicht zirkelmäßig rund sein. Malt ein paar Punkte, malt ein paar Bögen, schnappt euch eure Lieblingsfarben. Ich habe hier gerade in diesem Beispiel unheimlich gerne diese ganzen in Richtung Indisch, Gelb, Orange, Pinktöne. Die leuchten, die machen gute Laune. Wenn ihr was anderes gerne mögt, schnappt euch was anderes. Nehmt, wie gesagt, die Farben, die euch in Sinn kommen und dann malt drauf los. Wie ihr seht, die laufen hier. Ich male einfach kreuz und quer. Die Farben laufen ineinander. Es ist eine schöne Übung zu sehen, was passiert auch. Wenn es nicht akkurat ist, wenn es irgendwelche Kanten gibt, das ist ganz egal. Das kann man nachher alles mit einarbeiten. Wichtig sei nur gesagt, natürlich arbeitet von hell nach dunkel. Ich habe hier mit einem hellen Gelb angefangen, dann kommt ein leichtes Orange, danach kommt ein Kressrot, ein Bordeauxrot, ein Pink kommt noch mit rein und zum Schluss werdet ihr noch sehen, ein paar Spritzer mit Gold. Und ja, ganz egal, überkreuzt es, ihr seht, da laufen die Farben bei mir ineinander. Habt erstmal Spaß und tobt euch einfach aus. Ja, gerade jetzt oben rechts in der Ecke sieht man, wenn man an eine feuchte Farbe eine dunklere ransetzt, wie schön das ineinander läuft, was da für Strahlen entstehen und für schöne Muster und wie die Farbe miteinander arbeitet und fließen kann. Und da kommen mal die tollsten Sachen raus. An der Stelle ist eigentlich ein bisschen zu viel Farbe auf dem Papier, die könnte man mit dem Pinsel noch wieder abnehmen. Aber ich habe sie jetzt einfach gelassen, sie arbeitet noch ein bisschen und am Ende kommt auch ein wunderschönes Muster dabei raus. Wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Das Ganze läuft übrigens nicht in Echtzeit, ich habe es etwas schneller für euch gemacht, damit es nicht zu langweilig wird. Aber ich denke, man kann noch gut erkennen, wie die Arbeitsweise und die Vorgehensweise ist. Wichtig sei an der Stelle auch mal gesagt, macht es euch schön, macht euch schöne Musik an, macht euch eine Kerze, die leuchtet an, vielleicht einen schönen Duft, eine schöne Stimmung, vielleicht habt ihr einen Raum, wo ihr für euch sein kann, wo es egal ist und lasst euch nicht stören, genießt die Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich noch machen? Mir fehlte noch so der gewisse Touch und dann habe ich gedacht, okay, Indisch, da muss Gold dazu. Also rühre ich mir hier mein wunderschönes, helles, leuchtendes Gold auf und setze einfach ein paar Spritzer noch auf das Ganze. Und ich finde, gerade auch wenn es in feuchte Farbe kommt, läuft es wunderschön und es gibt so einen, ach ja, es gibt so einen schönen Glanz. Natürlich auch nicht die Farbe im Pinsel verschwenden. Ich setze jetzt noch ein paar Punkte auf das Papier mit dem Gold, welches noch im Pinsel ist. Und auch allgemein, wenn sehr viel Farbe in meinem Pinsel ist, setze ich
habe ich immer ein Blatt Aquarellpapier, auf dem ich das ausstreiche. Und da kommen dann ganz bunte Mischungen heraus, aus denen ich dann später mal auch wieder irgendwelche Karten bastel. Und es wird auch eigentlich immer schön. Ja, jetzt ist das Ganze gut getrocknet, sehr gut trocknen lassen. Und ich schnappe mir meinen Fineliner und ich fange an zu doodeln. Ihr könnt auch Filzstifte nehmen, ihr könnt Buntstifte nehmen, Bleistifte nehmen, ihr könnt euch ausprobieren. Man könnte jetzt auch eine andere Farbe nehmen anstatt schwarz. Man könnte mit einem Rotstift arbeiten oder. Das bleibt euch ganz überlassen. Das Schwarz knallt natürlich jetzt so ein bisschen raus und man erkennt mehr. Aber da sind die Möglichkeiten frei. Ich habe auch schon, wenn er nicht schmiert, mit einem Kugelschreiber gearbeitet. Funktioniert auch. Testet es aus, probiert euch, macht, was ihr denkt. Ich fange jetzt einfach an, Formen und Sachen, die mir ins Auge fallen, rauszuarbeiten. Das war eben auch ein gutes Beispiel. Dreht euch eure Arbeit so, dass ihr es bequem habt. Ihr müsst euch nicht verrenken, es muss angenehm zum Malen sein. Ihr sollt dabei entspannen können und ja, und guck mal, das sieht doch toll aus. Dieser Übergang von dem Gelb-Orange in dieses Bordeaux-Pink-Farben. Also ein Traum, finde ich. Ist eine wunderschöne Ecke geworden. Ja, jetzt sieht man hier unten rechts in der Ecke den Fleck, wo ich vorhin sagte, es ist eigentlich ein bisschen zu viel Farbe drauf. Aber dadurch, dass die Aquarellfarbe ja auch immer ein bisschen heller wird, wenn sie trocknet, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich finde dieses Verlaufene, diese Farben, die ineinander geflossen sind, auch wunderschön. Die haben auch etwas. Ja, ich lasse euch jetzt in Ruhe zuschauen und genießt die Musik und wir hören uns später. You. I take a shot, it's now you. I don't want to live without you.
There's the feeling that is not new. I wanna chill, I wanna go, wanna enjoy, I wanna watch anything with me and just you. 전화해 되는 러가게. Hit me a 기분 below it. Lift you up 어디든 간에. 달려와 나한테 양겨서 보고 싶었다는 말 한마디면 녹아버리네. Like a snowflake, 꿈만 같아. 가지자, once I swore, lucky to be with you. We will always pass through the blue. Wanna get you right now. Need to take me in the palm. Heart gon' speed so fast. Splash on my baby. Wanna get you 당장. 매력에 head top top. When the leaf can on our dash. On your favor. Splash on my brain. I dash on your face. But I can't be so bad, bad. You're such a swear. Splash on my brain. I dash on your face. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Possible. I will chase, I will reach, I will fly. Until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Bottom to the top, we're sparking wild fast, never quit and never stop. Wir waren mir jetzt zwei, drei Stellen ein bisschen zu dunkel und da habe ich mir einfach meinen weißen Unicorn Signo geschnappt und setze da nochmal ein paar weiße Highlights drauf und ein paar Akzente und das wirkt auch immer wieder schön. Man hätte jetzt auch nochmal ein Goldstift nehmen können. Wäre aufgegangen. So, nun ist das Kunstwerk fertig. Zum Ablösen des Washi-Tape schnappe ich mir immer meinen Föhn, bei Kreppband das gleiche. Macht es ein bisschen warm und ihr kriegt das wunderbar heile runtergezogen. Das Papier bleibt nicht kleben, es reißt euch nicht ab. Das ist ein super Trick und
Da helfe ich mir immer mit, das ist das Beste, was man machen kann. So, es ist fertig. Ich finde es schön, das Gold glitzert und ich werde das Ganze jetzt auf eine schwarze Karte kleben und dadurch kommen die Farben natürlich nochmal richtig zur Geltung. Ja, jetzt zum Ende habe ich noch ein paar Beispiele für euch, ein paar andere Farbmöglichkeiten, manchmal auch nur mit Buntstiften gemalt, gar kein Schwarz drin. Vielleicht gibt es euch ein paar Ideen. Wie gesagt, das ist ganz easy. Tobt euch aus, habt Spaß, habt einen schönen Tag.